jetzt geschaut, dass wir ein bisschen Textur drauf packen, weil sonst ist er ja auch ein bisschen nackig. Was ist das für ein Ding? Das ist eine Fregatte aus dem. Das ist frei interpretierbar. Also uns wurde gesagt, 19. Jahrhundert, aber vielleicht ist das auch ein Modell, was im 14. Jahrhundert üblich war. Vielleicht auch oder 15. Jahrhundert. Ja, also zwischen 15. und 19. Jahrhundert ist auf gar keinen Fall möglich, aber. Aber sonst auf jeden Fall alles. Irgendwas sehr weit extrem. Ja, haben wir nachgebaut, uns nur an dieser Vorlage orientiert. Wir hatten keine weiteren Hilfen. So. Und dafür sieht das schon echt gut aus, muss ich mal sagen. man kann hier erkennen, wir haben relativ viele Details da drin. Also man hat hier Kanonen, so Kanonenklappen, Steuerrad, hier so eine kleine Takelage für jeden, der Krähennester, mehrere Segel, hier so ein paar schöne, kleine Fähnchen. Hier fehlt eins. Das ist ja halt, liegt aber nicht an uns. Hier hinten auch noch eine kleine Kabine für den Kapitän. Kapitano. Ist leider nicht eingerichtet worden, ist ein bisschen enttäuschend. Habe ich mir ein bisschen mehr erwartet von. Ja. Ja, ist halt ein bisschen spartanisch. Also, ja, ist auch ein Piratenschiff und die waren ja nicht. Was mich mit dem Raum, wenn er gar nichts beinhaltet, so ist es halt dann auch. Ja, einfach ein bisschen freien Raum zur eigenen Interpretation. Du hast so recht. Und genau das haben wir ja gemacht. Also, diesen freien Raum haben wir genutzt, um uns wunderbar auszuweiten, gedanklich. Das ist true. Und dann auch. Das auszuwenden. Da haben wir neben den Texturen, die wir natürlich draufgelegt haben, damit das alles ein bisschen. Du bist fast vollständig. Fast, also einige von uns sind da eher fertig, andere von uns haben das nicht so ganz hingekriegt. Also die können das einfach nicht so gut. Müssen wir einfach so sagen. Genau, und dann wäre einfach viel fixer sind als alle anderen. Das wäre ein nicht gutes Video. Haben wir angefangen, noch ein bisschen Zeug hier reinzubauen, das heißt. Hier haben wir noch einen kleinen Schreibtisch drin, aus ganz besonderem exotischen Holz. Wir haben, darf ich nicht verraten, Urheberrechtsgründen. Erinnerer, ja, true. Genau, im Gegensatz zum Original. Hier halt ein cooles, großes Fenster drin, mit Glasscheiben. Muss man einfach mal dazu erwähnen. Dann ein bisschen Papier hier drauf, so, weil es soll ja alles ein bisschen realistischer wird. Ein kleines Tintenfass. Und hast du auch eine Feder? Ganz unangenehmes Thema. Luis, du hast nur deinen Anker. Ah, oh, jetzt ist es nicht unangenehm gerade. ja, was hast du so Schönes? Oh, ja, kann man natürlich auch machen. Also wie man sieht, habe ich auch eine Feder gebaut. Aber...